Moin. So, wir sind super pünktlich. Es ist, glaube ich, irgendwie 11 Sekunden nach halb. Zeit loszulegen. Ja, ich bin der Vollkorn. Ich möchte mit euch über das CCC Office reden, die Mitgliedsverwaltung vom Chaos Computer Club. Da mische ich nämlich ziemlich viel mit. Bitte verzeiht mir diesen verpixelten Hasen, weil als ich in das Wiki gegangen bin von Easterhack hier und Corporate Design eingegeben habe, habe ich 0 Treffer gehabt und dann habe ich halt einfach das Logo oben links aus der Wiki-Ecke rausgenommen. So, ich habe letztes Easterhack schon mal einen Vortrag gehalten zum CCC Office. Dieser Vortrag ist im Prinzip eine Art Fortsetzung. Das ist dieser Moment für die Zeitmaschine. Ihr könnt euch nochmal kurz hier den Link von mediaccc.de anschauen und dann seid ihr up to date und alles, was ich erzähle, ist quasi aufbauend. Ich werde aber auch nochmal auch die wichtigen Sachen, die ich damals erwähnt habe, wiederholen, damit ihr nicht komplett verloren seid. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zusammen anzuschauen, denn es ist halt auch eine zeitliche Entwicklung, die ich hier darstelle. Genau, und darum fange ich auch mal an mit Themen, die ich beim letzten Mal angeschnitten hatte oder vorgestellt hatte und greife nochmal darauf zurück. Ich hatte viele Probleme, die wir im Office mit den Mitgliedsanträgen hatten, vorgestellt. Klassische Sachen wie, hier könnt ihr einen Mitgliedsantrag sehen, der hat nur Punkte in den Feldern drin, wo eigentlich Name und Adresse und so weiter drin stehen soll. Ich meine, ja, es ist ein technisches Problem. Die Frage ist, warum drucken die Leute das aus, unterschreiben es und tun es dann in ein Briefkuvert und schicken es rüber? Aber ich habe mir dieses Problem mal genauer angeschaut und es ist echt frustrierend. Es ist ein PDF-Formular. PDF-Formulare mit, ne, du kannst also im PDF-Editor reinklicken und eintragen. Und das Problem ist, für PDF-Formulare kann man ja Schriften embedden. Wenn man das nicht tut, werden Systemschriften genommen. Wenn die Systemschriften allerdings nicht passend sind, werden eben alternative Schriften, die irgendwie ähnlich sind, nach mir unerklärlichen Algorithmen ausgewählt. Und bei der ausgewählten Schrift von uns gibt es auf einigen Macs wohl keine passende Alternative, weshalb dann irgendwie so die Mac-Variante von Windings gewählt wird. Und dann sieht halt alles so aus. Habe ich mir gedacht, na, ist doch kein Problem, so ein PDF-Formular, dann macht man halt kurz mal das Schriften embedden, da arbeite ich seit einem halben Jahr dran. Ne, das Problem ist dann nämlich, ja, wenn man so mit den Linux-Tools irgendwie Schriften embedden möchte, dann macht man das üblicherweise mit einem schönen Druck per, wie heißt das, Ghostscript. Das Problem ist, danach kann man das Formular nicht mehr ausfüllen, weil es dann halt ein feststehendes PDF ist und nicht mehr als Formular funktioniert. Und dann ist die einzige andere Möglichkeit, die ich kenne, ja, da muss man halt mit Adobe rangehen und ich kann Adobe nicht, ich habe keine Lizenz. Ich habe mal Leute gefragt, die haben gesagt, ja, kein Problem und sorry. Also, wenn jemand irgendwie Adobe hat und Lust hat, sich damit mal auseinanderzusetzen, schreibt mir eine Mail, ich freue mich. Genau. Dann auch ein klassisches Fehler, weil es halt viele Fehler gab, haben wir dann gesagt, okay, wir machen mal das Formular neu, auch ein bisschen einfacher und mehr straightforward. Es gab auch so ein bisschen das Gefühl bei uns im Office, dass die Leute, die das Formular ausfüllen, nicht so exakt wissen, was sie sich darauf einlassen. Also was ist denn überhaupt dieser Chaos Computer Club? Ich meine, man liest das in der Zeitung und dann denkt man, ja, da will ich auch mitmachen und füllt das Formular aus. Darum ist das alles ein bisschen neu designt. Links seht ihr das alte Formular, rechts das neue. Das alte Formular auf der linken Seite, das hat oben noch so ein paar Checkboxen. Da kann man dann auch verschiedene Sachen machen, wie ich möchte meinen ausstehenden Mitgliedsbeitrag bezahlen, ankreuzen. Oder ich möchte meine Mitgliedsdaten ändern, ankreuzen. Eigentlich war das ja als mehr so exklusiv gedacht. Oder also es gibt Leute, die kreuzen dann alles drei erstmal an. Ne? Ich werde Mitglied, ich möchte meinen Mitgliedsbeitrag zahlen und ich möchte meine Mitgliedsdaten ändern. Sondern es ist auch, ach komm, dann können wir uns die ganzen Boxen auch sparen und schenken. Und oder Leute sagen halt, ich möchte nur meine Mitgliedsdaten ändern oben, schreiben dann unten, nein Quatsch,
schreiben, ich möchte meinen ausstehenden Mitgliedsbeitrag bezahlen, schreiben dann aber nochmal komplett die gesamte Adresse und alles rein, wobei wir dann eigentlich nur die Chaosnummer brauchen, wirklich. Aber hey, wir haben gesagt, wir machen das neu, darum jetzt rechts. Es ist nur noch ein Antragsformular. Damit kannst du deine Adressen nicht mehr ändern, du kannst damit nicht mehr bezahlen. So. Und dieses Formular hat dann auch eine Struktur mit Nummerierung 1 bis 7 von oben nach unten abarbeiten, ne? Und die wichtigen Dinge sind nochmal so hervorgehoben. Pass mal auf, es geht um Geld. Wir haben eine Satzung und dann machst du so mal dieses Häkchen, ich habe das gelesen. Und da steht dann auch sowas wie bei der FAQ viele Fragen drin, die dann sowieso trotzdem danach per E-Mail gestellt werden. Aber immerhin, ich denke, wir haben versucht, den Leuten zu sagen, setz dich mit dem Club einen Moment lang vorher auseinander, bevor du das unterschreibst. Also ich habe auch den Eindruck, dass die Nachfragen nach den Volkshochschule-mäßigen Kursen seit diesem Formular ein wenig weniger geworden sind. Aber ja, genau. Das Formular ansonsten funktioniert recht ähnlich wie das alte. Man muss halt immer noch seine Adresse angeben und so weiter. Die Optimierung, die es hier gibt, ist jetzt, dass man das Chaosnummerfeld zum Beispiel rausgeworfen hat, weil neue Mitglieder haben noch keine Chaosnummer und schreiben dann immer ganz verwirrt, was soll ich denn jetzt da eintragen? Klar, warum haben wir das weggenommen? Wir haben jetzt die Reihenfolge der Felder so gemacht, wie wir es in die Datenbank auch eintragen müssen. Das wird sich zum Glück bald auch wieder als obsolet erweisen, aber dazu später. Naja, und wir haben Fußnoten rausgenommen. Wichtiger Punkt, kein Mensch liest Fußnoten, wirklich niemand. Ja, und auch ein kleines Feature, das man jetzt hier nicht sieht, wir haben jetzt auch mal die Satzung als zweite Seite des PDFs angehängt. Ja, wenn man es dann doppelseitig druckt, ist das gleich hinten drauf, das ist toll. Aber gut, das sind so kleine Verbesserungen, die wir gemacht haben. Ach ja, und Radio-Buttons, man kann jetzt normal oder ermäßigt auswählen, aber nicht mehr beides, in der Theorie. In der Theorie. Das ist so ein Klassiker. Ganz ehrlich, wenn jemand vergisst, das Häkchen da oben zu setzen, ja, ich möchte Fördermitglied werden, ne, dann schicke ich den Leuten dort eine Mail zurück und sage, hey, sorry, dein Formular hast du nicht richtig ausgefüllt, versuch's nochmal. In der Hoffnung, dass sie dann sich ein bisschen mehr damit befassen. Und genau, hier zur Praxis. Genau, es gibt wohl einige PDF-Reader, bei denen funktionieren Radio-Buttons anders als normal. Und das fällt den Leuten ziemlich oft auf und dann gibt's halt immer ganz viel Kugelschreiberkorrekturen und nochmal unterstrichen und nochmal ein Kästchen um das Normal und nochmal daneben geschrieben, sorry, falsch ausgefüllt oder so. Also vielen Leuten fällt das auch auf, die versuchen es dann zu korrigieren. Aber so abschließend würde ich sagen, PDF-Formulare sind auch 2017 noch kein gelöstes Problem. Ja, na gut. Also das war nochmal so zu den Formularproblemen, die ich auch im letzten Vortrag sehr ausführlich behandelt hatte. Ein kleiner Nachschlag, was sich da entwickelt hat. Ich dachte mir, auch so, ich könnte das mal zu einer Art kleinen Tradition machen. Ich mache mal eine interessante neue Statistik mit jedes Mal, wenn ich einen Vortrag mache, weil so eine Mitgliedsdatenbank hat ja viele Informationen. Vielleicht kann man da auch was Interessantes rausziehen, was einem etwas über die Mitgliedsstruktur in unserem Club sagt oder sonstiges. Und ich habe versucht, eine Statistik zu erstellen. Ich zeige sie euch einfach mal. Es ist furchtbar. Es ist mein Versuch gewesen, zu schauen, welche Chaosnummern wieder ausgetreten sind. Ja, also wir vergeben die ja fortlaufend. Und wenn wir dann irgendwie mal gucken, wir haben, keine Ahnung, Chaosnummer 12.000 ungefähr gerade und 6.000 aktive Mitglieder oder sowas. Und dann sind also 6.000 Mitglieder ausgetreten. Welche Chaosnummern sind denn ausgetreten? Ne? Also welche sind nicht mehr drin? Und die Datenbank funktioniert derzeit so, also die alte D-Base-Datenbank, dass ein Eintrag nicht rausgenommen werden kann, sondern nur leer gemacht werden kann. Das heißt, ein ausgetretenes Mitglied ist einfach eine Chaosnummer mit null und leeren Feldern. So, jetzt kann man dann also mal gucken, welche dieser Einträge haben wir. Und dann ist da dieses Ding rausgekommen. Ich hatte gehofft, dass man da vielleicht irgendwie sieht, dass es irgendwie Phasen gibt oder so, wo dann irgendwie mehr weiß ist. Und weiß heißt, da sind die Chaosnummer eben leer.
Und schwarz heißt, gut, da sind die Chaosnummern voll und dann kann man vielleicht sehen, ja, zwischen 5.000 und 6.000 sind 500 Leute ausgetreten oder sowas, weiß ich nicht, ist da in der Zeit was passiert oder ich sehe diese Information ehrlich gesagt leider wenig, aber es gibt so bei Chaosnummer 6.636, 6.780 so, das seht ihr da vielleicht, ich kann mal mit der Maus versuchen, darauf zu zeigen, oder ich kann es nicht, ich sehe nicht, wo mein Mauscursor ist, da war er gerade eben, genau. Hier, da gibt es so ziemlich zwei recht weiße Balken dazwischen. Und da dachte ich mir, hey, da muss ja vielleicht irgendein Ereignis gewesen sein, warum irgendwie ein Batzen Chaosnummern hintereinander am Stück wieder aus dem Club ausgetreten sind. Habe ich nachgeforscht, angefangen. Und es war furchtbar, was ich gefunden habe, weil ich habe nicht den Grund gefunden, warum Chaosnummern ausgetreten sind, aber ich habe herausgefunden, warum da eine Lücke ist. Ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht bei meinem Erstellen. Und zwar habe ich nicht die Chaosnummern, die irgendwie wieder ausgetreten sind, dargestellt, sondern auch Chaosnummern bzw. Datenbankeinträge, die die Datenbank einfach mal komplett verloren hat. Ja. Es gibt diese DBase 2, ich weiß nicht, ist es so ein Datenformat, das halt, nennt sich Datenbank. Ich habe da noch, aber ja, wir haben auch Handbücher dazu bekommen von Andi, aber nein, das Problem mit der Datenintegrität in diesem Base 2 ist auch nicht so weit her. Das Gute ist, wir haben viele regelmäßige Backups. Na gut, ich habe dann auf jeden Fall dann nochmal korrigiert. Das ist jetzt der Graph, wo ich tatsächlich nicht die Chaosnummern, die aus der Datenbank rausgefallen sind, mit drin habe, sondern nur jene, die tatsächlich irgendwie ausgetreten sind. Es sieht nicht viel anders aus. Ich mache mal hin und her switchen, das ist eine gute Idee. Da ist schon ein Unterschied, ne? Das Problem ist, es sind wenige vereinzelte und dann gibt es an diesen zwei Stellen, dabei der 6.636, irgendwie zwei Batzen. Jetzt haben wir also ein Problem. Es ist tatsächlich so, es sind Teile der Datensätze verschwunden. Das kann man nachvollziehen, genau welche das sind. Das sind einfach die fehlenden Chaosnummern in der Datenbank. Wir haben Backups, wo wir das wieder rausziehen können. Wir haben die Mitgliedsanträge in Papier, wo wir das wieder rausziehen können. Die haben nur ein kleines Problem. Wenn sie zu weit zurückliegen, haben wir nicht die Verknüpfung zwischen welcher Mitgliedsantrag hat welche Chaosnummer. Das heißt, wir müssen dann gut Forschung betreiben. Ja, und ansonsten ist es auch immer sehr hilfreich, wenn Leute sich melden, hey, sag mal, ich habe ewig lang nicht bezahlt, meine Chaosnummer ist XY und ich wollte mal nachholen und übrigens bin ich umgezogen, weil dann haben wir wieder die Daten, die wir eintragen müssen für den fehlenden Datensatz. Ja, ich sag mal so, ich habe viele tolle neue Schmerzen gefunden im letzten Jahr und da steht uns noch ein bisschen ja, Forensik und Archäologie vor. Genau, aber ich habe dann noch mal was anderes gemacht. Ich habe dann also gesagt, okay, ein Graph, das bringt hier nichts an der Stelle. Ich habe mal einfach nur ein bisschen Datenanalyse betrieben und numerisch rausgeschaut, wie ist denn so die durchschnittliche typische Mitgliedsdauer in eines Mitglieds im Chaos Computer Club? Habe ich also die minimale, maximale und durchschnittliche Mitgliedsdauer rausgerechnet. Und mir gefällt besonders die minimale Mitgliedsdauer. Genau, minus 4.734 Tage. Ich glaube, es gibt auch Probleme mit der Integrität der, also inhaltlichen Integrität der Daten. Ja, das, wenn man sich die Daten dann so anschaut, was ich dann auch später gemacht habe, fällt einem das auch auf, also gerade die Chaosnummern unter 3.000 oder sowas sind ein bisschen schwierig. Das ist halt frühe Anfänger des Clubs, ich weiß nicht, Datenverarbeitung in den 80ern, das war halt alles nicht so, ich weiß auch nicht. Gut. Ja, genau, also das Maximum 29,9 Jahre, knapp 30 Jahre, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ne, der Club ist 35 Jahre alt, das könnte jemand sein, der nach 5 Jahren eingetreten ist oder nach 30 Jahren die Schnauze voll hatte. Ich weiß es nicht. Aber ja, ist schon nicht schlecht.
Ciao, Papillon. Die ersten 20 Chaosnummern könnten sein, wäre sehr wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß auch vom Anschauen der Datenbank in Reinform, dass früher es wohl durchaus gang und gäbe war, die Datenbank irgendwie direkt ein bisschen zu manipulieren. Das heißt, zum Beispiel sind die Chaosnummern bzw. die Datensätze nicht in der Reihenfolge drin, wie die Chaosnummern eigentlich sind. Das heißt also, du hast da irgendwie sowas wie Mitglied Nummer 1 mit Chaos Nummer 1 und so weiter und dann kommt irgendwie an Stelle 3 plötzlich, also in der Datenbank, dritte Zeile, Mitglied Nummer 48. Na? Also es war wohl durchaus üblich, da ein bisschen hin und her zu editieren. So, gut. Ja, und das durchschnittliche Mitgliedsdauer, das ist also die Mitgliedsdauer berechnet aus all den Mitgliedern, die wieder ausgetreten sind. Also die, die noch drin sind, sind in diesem Durchschnitt natürlich nicht drin. Ne? Also 4,5 Jahre, ungefähr so lange halten es Leute aus, die austreten. Finde ich nicht schlecht. So gut 5 Kongresse, wenn man es clever legt. So, aber ja, das ist so mein Statistikteil. Wer Ideen für Statistiken hat, die man auch die vielleicht irgendwie aus Mitgliedsdaten, ne, das ist so Name, Adresse, also wir werden keine persönlichen Daten veröffentlichen, aber ne, die E-Mail und Eintrittsdatum und Austrittsdatum, wenn man irgendwie Ideen dafür hat, meldet euch bei mir. Ich mache dann nämlich auch mit noch 2 Leuten zusammen für Konstanze die Statistiken für den Jahresrückblick und da haben wir auch mal überlegt, wäre doch toll, wenn wir mal was anderes als immer die gleichen Statistiken zeigen. Vielleicht lernt man aber was Neues über seinen Club. Genau, also schreibt mir eine Mail, wenn ihr Ideen habt. So. Noch ein kleines Ding. Das ist ein Thema, das viele haben ein Problem, wenn sie Mitglied im Club werden. Es wird auch gerne immer wieder mal im, wie heißt das, Rego-Treffen und so weiter diskutiert. Das Willkommen im CCC schreiben. Die erste Mail, die man dann von uns bekommt. Ich habe jetzt nicht die Mail hier raufgepackt, weil das ist einfach eine Wall of Text. Aber hier ist ein Link für das Pad, wo da drin ist. Und wenn ihr Bock habt, einfach mal zu sehen, was die Mail ist oder mitzuhelfen, wie die aufgearbeitet werden kann, dann bitte ich euch, kopiert euch den Link, ist ein Public Pad, schreibt da mit rein. Weil die Kritik ist nämlich ganz oft, dass die Mitglieder einfach nur so eine Mail bekommen und dann eigentlich sitzen gelassen werden. Und sie werden nicht abgeholt und es gibt irgendwie keine weiterführenden, das kannst du als nächstes machen, so geht's weiter, so beteiligt man sich im Club, Geschichten und so fort. Und das ist einfach so ein Ding, das bei uns im CCC Office halt auch seit Jahren nicht geändert wurde, weil wir genug andere Dinge zu tun haben, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Und da freuen wir uns einfach, wenn es Leute gibt, die Input haben und mal Bock haben, einen Absatz zu schreiben, nehmen wir gerne. So, ich habe übrigens auch Textbausteine für die klassischen Fragen, die ich dann in einer FAQ mal auf ccc.de gestellt habe im Endeffekt, aber ja. So, jetzt kommen wir gleich mal zu dem, was wirklich spannend ist, nämlich die alte Datenbank und der Weg zur neuen Software, die wir jetzt seit kurzem haben. Nochmal zur Erinnerung, das ist die alte Datenbank, DBase 2. Wir haben im Wiki, wo wir die Dokumentation haben über dieses Tool, steht irgendwie drauf, proudly using the same software since 1995. Das ist einfach nur das älteste gesicherte Datum, das wir haben. Das gibt es bestimmt schon länger. Und ja, hier möchte ich eure Aufmerksamkeit nochmal auf 2 Felder lenken. Das ist einmal das Land, da in der 2. Zeile hinter der Anschrift und vor der Postleitzahl. Das Land ist ein 3-stelliges Feld, Freiformtext. Da kann man eintragen, was man möchte, groß, klein, wie auch immer. Interessant ist übrigens auch, dass man natürlich Leerzeichen vorne eingeben kann und dann erst ein D, was ziemlich böse ist, weil dann ist das mich, gibt es nämlich noch ein Skript, das überprüft, ist das Zeichen, ist dieses Feld leer? Und wenn das Feld leer ist, also es überprüft auch andere Felder, aber wenn dieses Feld unter anderem leer ist, geht es davon aus, dass die Anschrift nicht stimmt.
Und bei der generierten Mail danach gibt es dann halt einen Absatz, der sagt, hey, bitte überprüf nochmal deine Adresse. Es scheint so, als ob wir deine Adresse nicht vollständig haben. Und da kann man dann viele Iterationen mit Mails hin und her machen, bis man dann rausfindet, ja, da ist ein Leerzeichen vor dem D in Deutschland. Und ja, aber unser Skript sagt, und ja, aber meine Adresse ist doch, ja, stimmt. Naja. Genau, aber wie ihr euch vorstellen könnt, frei vom Feld, und dann wollen wir irgendwie diese ganzen Daten irgendwie mal in eine neue Software reinkriegen. Und dann gibt es natürlich viele spannende Fragen wie, was ist denn jetzt alles für Deutschland eingetragen worden in diesen Feldern jemals? Ja, das gleiche Problem haben wir dann übrigens auch beim ERFA-Kreis, der ist in der Mitte ganz rechts. Ist auch wieder genau das gleiche, drei Felder. Und man kann halt eintragen, was man möchte. Und wir müssen das alles irgendwie auf unseren 29 ERFA-Kreise, die wir derzeit haben, matchen. 30. Wir müssten eigentlich 29 sein. Ich habe doch vorhin erst, na gut, wir diskutieren später, wie viele ERFA-Kreise. Genau. Hier so ein kleiner Teil aus dem Matching, welches Land denn welches Land ist. Also das ist für den Import, für die neue Software. Ne? Man sieht D, Leerzeichen 6, beliebter Fehler. Die 6 gehört zur Postleitzahl, die dahinter kommt. Ihr seht, das Postleitzahl ist direkt dann dahinter. Ne? Man hat D, Leerzeichen, hätte nochmal noch ein zweites Leerzeichen oder vielleicht Enter drücken sollen oder so. Aber nein, darum ist die 6 jetzt hier, ne? Entschuldigung, jetzt hier gelandet, D6. Wird also auch auf Deutschland gemappt. DD, einfach mal, weiß ich nicht, zu oft gedrückt, die Taste. US9, wieder das gleiche Fehler wie oben. Ne? US hätte eigentlich, die 9 ist dann wahrscheinlich schon die Postleitzahl. Und sehr spannend finde ich dann den Punkt. Die alte Datenbank, die DBase2, ne? die kann nur ASCII. Aber ich habe das in der Datenbank gefunden. Ja? Ich frage mich sowieso, wie das jemals eingegeben wurde. Also, weil das Interface kann das nicht. Also, welches Zeichen das überhaupt ist die Frage. Ich kenne es nicht. Sieht aus wie irgendwie E-Mail, so, ne? Ein Briefumschlag mit einem Blitz drauf. Aber das Spannende ist ja auch, je nachdem, wie man sich das anschaut, sieht es auch aus wie, so koreanische Schriftzeichen oder sowas. Aber ja. Na gut. Und dann unten auch so ein klassischer Fall. Es gibt halt drei Varianten, wie Düsseldorf als ERFA bisher immer eingetragen wurde. Ist alles in der Historie wahrscheinlich so gewachsen. Naja. Was anderes, was man hier jetzt auch noch gut sieht, wir haben ja unten rechts Dauerauftrag, Einzugsermächtigung, CD bekommen. Und oben die zweite Zeile, Mitglied ermäßigt, Pressevertreter, austauschfrei, Abo, datenfrei. Das sind alles Flags, die sind halt Boolean in der Datenbank. Und wir benutzen diese Flags halt, um alles Mögliche zu signalisieren, wie zum Beispiel ist Eintrag aktiv und Mitglied. Damit kann man dann zum Beispiel auseinanderhalten, Eintrag aktiv, true, aber Mitglied false ist zum Beispiel ein Datenschleuderabonnent, ne? Der ist aktiv, empfängt und so weiter, aber er ist kein Mitglied. Und andersrum, wie zum Beispiel Eintrag false, aber Mitglied aktiv, aber Mitglied true, ist dann also ein Mitglied, das jetzt aber gerade ruhend ist, weil er zum Beispiel zahlungsunfähig ist oder sowas und gesagt hat, hey, schaltet mich mal ruhend, ich mache in 2 Jahren weiter oder so. Ja. Das Problem ist, diese Flags sind natürlich auch super gepflegt. Das heißt, es gab früher mal, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat und wann das genau war, aber da gab es mal automatische Skripte, die sind über die Datenbank rübergegangen und haben dann Mitglieder raussortiert und rausgeworfen, so 95 und früher war das, die zu lange nicht gezahlt hatten. Allerdings haben sie bei diesen Skripten vergessen, die Hälfte der Flags zu setzen. Ja. Na gut, auch wieder Kategorie Archäologie und so. So. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil diesen Jahres. Im Januar. Da ist uns der kleine Super-GAU passiert. Und zwar war Kongress vorbei, alle haben ausgeschlafen, ne? Und wir setzen uns das erste Mal wieder an den Office-Rechner und booten den hoch und er sagt, oh, du hast seit was weiß ich wie viel Tagen keinen File-System-Check mehr, lass mich mal, oh,
Und dann haben wir halt keine Mitgliedsanträge eingegeben. Und dann saßen wir also vor diesem Office-Rechner. Der Office-Rechner, nochmal für die, die den letzten Vortrag nicht, ne, gesehen haben. Der Office-Rechner ist halt so ein Debian und auf dem Debian läuft ein DOS-Emulator. In diesem DOS-Emulator läuft dann diese DBase 2. Das ganze Ding ist dann nochmal in einem Krypto-Container auf einem gekrypteten Filesystem. So, und dann haben wir uns überlegt, okay, wir haben glücklicherweise vor dem Kongress nochmal ein komplettes Backup gemacht und seitdem nichts eingegeben, nichts geändert. Das heißt, wir haben keinen Datenverlust durch diesen File-System-Fehler. Und wir könnten jetzt diesen Rechner neu aufsetzen. Oder wir könnten die Datenbank, die neue Mitgliederverwaltung, die im Karlsdorf seit dem jetzt muss ich nachdenken, seit dem 32C3 ungefähr, also seit inzwischen einem Jahr, vier Monaten, wie auch immer, gebaut wird, benutzen. Naja, also haben wir uns entschieden. Wäre doch cool, wenn wir unsere Energie statt in die Reparatur des alten Systems in die Fertigstellung des neuen Systems setzen. Das haben wir dann gemacht. Hat einen Moment gedauert, aber jetzt ist diese Software ziemlich einsatzbereit. Und das führte natürlich jetzt aber zu einem kleinen Stau. Also das Problem an der Stelle ist, Doppelmitgliedschafts-ERFAs sagen dem Office Bescheid, hey, wir haben ein neues Mitglied, wir bräuchten eine Chaos-Nummer. Und dann muss das Office diese Chaos-Nummer zurücksenden. Das ist jetzt seit Mitte Januar nicht passiert. Wir haben keine Austritte bearbeitet, keine Datenänderungen. Alles, was wir an der Datenbank machen müssen, konnten wir nicht bearbeiten. Wir haben jetzt einen leichten Rückstau von ungefähr 280 Mails. Und dann aber letzte Woche, Dienstag, haben wir die neue Software das erste Mal eingesetzt und es fühlte sich ungefähr so an. Ich sag euch, ein Traum. Wie Liebe. Es war wirklich so. Wir saßen vor ungefähr einem Monat zusammen bei uns in Hamburg im Hackerspace als Office-Team und haben das erste Mal alle zusammen diese neue Software alles durchgetestet. Und wir sitzen da und schauen sie an und klicken da drauf und sprechen einfach mal so durch. Und dann kann man dies machen. Und man kann übrigens jenes machen. Und alle so, nein, wow. Alleine klicken. Man muss nicht mehr mit der Tastatur steuern. Aber ja, ich gehe jetzt gleich mit euch mal so ein bisschen durch, wie wir da so saßen und wie wir da geohrt und aart haben. Es war fantastisch. Wir hatten nämlich dann letzten Dienstag jetzt das erste Mal die Software produktiv am Laufen und auch schon zu viert zusammengesessen und parallel Mitgliedsanträge eingegeben. Es war eine sehr gute Stimmung. Ja, lief auch richtig schnell, bis wir dann E-Mails verschicken wollten und dann den Python-Stacktrace gesehen haben. Aber ist halt noch sehr frisch, die Software. Gut, so sieht es aus, wenn man sie öffnet. Sehr schlicht, ja. Hat so die wichtigsten Buttons. Oben die zwei sind die wichtigsten Add-Members. Ja, eine der häufigsten Aufgaben, neue Mitglieder einfügen. Und Member-Interaction, darum zeige ich euch dazu auch gleich mehr. Aber wie man jetzt sieht, das ist eine Webseite, das ist eine webbasierte Lösung. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie alle, wir haben nicht nur einen Rechner, sondern wir haben einen Rechner, den wir im lokalen Netzwerk haben, da ist ein Switch dran und wir können alle unsere Käbelchen ranwerfen und mit den Laptops rangehen und jeder kann halt auf den Host drauf und wir können parallel daran arbeiten. Das ist schon ganz schön moderne Technik. So. Ja, genau. Dann gibt es einen genatteten Uplink, mit dem wir dann Mails verschicken können. Der Rechner ist, so wie der alte auch, wenn er nicht in Betrieb ist, ausgekryptetes Filesystem. Und nur wenn wir daran wollen, starten wir ihn halt, arbeiten dran und schicken dann die Mails raus. So, genau. Spannend war natürlich auch die Datenmigration. Damit wir erstmal die Daten hier reinbekommen haben, wir hatten ja ein DBase 2
Ich habe im letzten Vortrag erzählt, es gab Leute, die haben tatsächlich auch Treiber dafür geschrieben, dass man das mit moderneren Betriebssystemen oder sowas, nicht Betriebssystemen, Datenbanksystemen benutzen kann. Und es gibt sogar, das finde ich sehr erstaunlich, ein LibreOffice-Calc-Treiber, der tatsächlich diese DBase2-Datenbank öffnen kann. Ne? Und dann kann man sich das anschauen. Und das Gute ist, von LibreOffice-Calc können wir dann halt als CSV exportieren, um genau zu sein, Tab-Separated Values, weil Kommas kommen halt in den Kommentaren vor oder sowas. Und ne, Tabs konnte man nicht in das DBase 2 eingeben. So, und dann wurde es halt von der CSV in mit einem Python-CSV-Reader innerhalb dieser Software eingelesen. Dauerte übrigens gute Dreiviertelstunde, bis das durchgerödelt ist. Ja. Und richtig. Das nächste, was ich euch zeige, ist jetzt hier die Eingabemaske, mit der wir am meisten arbeiten, ist halt für neue Mitglieder. Ist halt super simpel, aber hier sind ein paar wichtige Änderungen, die so unter der Haube stecken. Zum Beispiel, wir können hier jetzt auch UTF-8-Zeichen eingeben. Ihr könnt jetzt auch eure Umlaute im Namen benutzen. Ja. Von mir aus könnt ihr euch auch Poop-Emoji im Namen packen. Ist mir egal. Hauptsache, die Post kommt bei euch an. Wir haben jetzt, das war ja auch ein ganz großes Hindernis für Neumitglieder, dass wir ja nur 10 Zeichen für den Vornamen und 20 Zeichen für den Nachnamen hatten. Ich erinnere mich an wunderbare E-Mail-Austausche mit Neumitgliedern, die sagten, mein Name ist aber Professor, Herr, Doktor, Mult, HC, Ingo und so weiter. Und ich so, ja, du hast 10 Zeichen mit denen für deinen Vornamen und 20 für deinen Nachnamen, darfst du aussuchen, welche Zeichen wohin gehen. Und dann kam halt die Mail, mit so einem Verein möchte ich nichts zu tun haben, zurück. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du all deine Titel auch im Vornamen und Nachnamen angeben. Sehr schön. So, noch eine Änderung, die wir gemacht haben, ist die Adresse. Ist jetzt nicht mehr Anschrift, Postleitzahl, Ort, sondern einfach nur Zeile 1, 2, 3. Weil, habt ihr eine Ahnung, wie doof das ist mit den verdammten britischen sechsstelligen Postleitzahlen, die Nummern und Buchstaben sind? Ja, das ist ja einfach, bis ihr mal eine Adresse in Israel eintragen müsst. Und dann fangt ihr an, irgendwie hebräische Adressen, naja. Aber das können wir jetzt alles. Ja? Freiformformat, es wird einfach nur die drei Sachen auf den Briefumschlag gedruckt. Hauptsache ist, die Post kommt an. Ja? Und dann können die Leute da ihre Adresse eintragen, wie sie wollen. So, noch eine unglaublich faszinierende Änderung. Wir haben schon vorher mehrere E-Mail-Adressen angeben können. Jetzt können wir aber auch zu jeder E-Mail-Adresse einen GPG-Key angeben. Genau, weil sonst war es vorher so, du hast einen GPG-Key und dann war halt an alle Mails rausgeschickt worden und es gab einen Key, mit dem alles verschlüsselt wurde. Jetzt für jeder einen. Und auch nicht nur so viele E-Mail-Adressen, bis du die, ich glaube, es waren 80 Zeichen Beschränkungen des E-Mail-Feldes erreicht hast, sondern ja, können beliebig viele. Ja. Na gut. Auch eine ganz krasse Änderung, die man hier an der Stelle gar nicht sieht. Wir machen jetzt vierstellige Jahreszahlen. Ja, ich meine, ja, ich höre schon kurzsichtig, spätestens im Jahre 9999 werden wir wieder ein Problem haben. Aber genau, zweistellige Jahreszahlen, ich habe das im letzten Vortrag erwähnt gehabt, sind durchaus ein Problem, wenn man nämlich feststellt, dass dieses DBase2-Format dann irgendwie mit so verschiedenen Offsets arbeitet, nach dem Motto, zweistellige Jahreszahl muss man dann ja irgendwie auf 1900 drauf addieren oder vielleicht auch auf 1950 oder vielleicht auch auf 2000, wie auch immer. Jedenfalls hatte ich dann Spaß mit Hexeditoren, bis ich solche Probleme wieder gelöst hatte, weil ich mal direkt an der Datenbank was editieren musste. Könnt ihr euch in dem alten Vortrag anschauen. Ja, darum, vierstellige Jahreszahlen sind echt großartig. Auch eine großartige Änderung.
Wenn man hier jetzt einen falschen Eintrag macht in einem Datumsfeld zum Beispiel und dann Enter drückt und rausgeht oder sowas, ja, dann gibt's halt so eine klassische Eingabeüberprüfung, die sagt, sorry, der 35. Mai, den gibt's halt nicht. Und stürzt nicht ab. Ich meine, abstürzen ist auch eine funktionierende Eingabeüberprüfung, aber es ist schon, ja, es ist bequemer. So, hier, das war auch ein Moment, wo wir sehr viel gestaunt und geohrt haben. Das ist nämlich die Suche. Die Suche, seht ihr, hat oben mehrere Felder, so wie First Name, Last Name, ID, Adresse und so weiter. Und wenn man dort was eingibt, wie zum Beispiel jetzt beim Namen, dann wird nicht nur von links anfangend auf das Feld gematcht, sondern auch innerhalb des Feldes geguckt. Ja, also ich kann da jetzt irgendwie Anton eingeben und dann finde ich auch Hans minus Anton. Es ist schon. Aber es kommt noch besser. Ich kann jetzt zwei Felder gleichzeitig angeben und dann gibt er mir nur die Hans Meyers raus und nicht alle Meyers oder alle Hans. Ja, also ich kann jetzt mehrere Kriterien gleichzeitig zur Suche benutzen. Es ist tatsächlich, also das ist tatsächlich eins der geilsten Features, weil das größte Problem, das wir im Office üblicherweise haben, ist, dass jemand seinen Mitgliedsbeitrag überweist, der Peter Müller heißt und sagt im Verwendungszweck keine Chaosnummer, sondern einfach nur Mitgliedsbeitrag 2017. Und dann sitzen wir da, ja, welcher Peter Müller? Und dann können wir alle nach Petern suchen, wir können nach Müllers suchen und es sind natürlich jedes Mal verdammt viele Treffer, bis wir den richtigen dann finden. Ja. Also gut, jetzt geht das besser. So, und auch, das Ergebnis kommt in Sekundenbruchteilen. Man muss nicht mehr zugucken, wie der Counter bis 12.000 durchläuft. Da kam gerade der Feature-Request, der Counter bis 12.000 war sehr meditativ, den hätten wir gerne wieder. Ich mache das mal als optionales Feature, das kannst du dir dann sicher anklicken in deiner GUI. Genau, wir machen nochmal eine Retro-Style-Version, das ist auch eine Idee. So, und das hier, das ist eine E-Mail, die, bevor sie gesendet wird, angeschaut werden kann und auch editiert werden kann oder sogar gelöscht. Ja, bisher war das so, das Skript ist durchgelaufen und dann sah man halt so eine Zeile auf der Kommandozeile, so von wegen E-Mail send. Ah ja, spannend. Ja, ab und zu hat man nochmal gesehen, fetch GPG key for ID und dann wusste man, ah, hier eine verschlüsselte E-Mail gesendet. Jetzt können wir das nochmal Klartext editieren, einsehen, Sachen korrigieren, vielleicht E-Mails löschen, bevor sie geschickt werden. Das ist schon groß. Und auch eine ganz kleine Änderungen, die wir gemacht haben. Wenn jemand einen GPG-Key angegeben hat, der allerdings zum Beispiel invalid ist, weil abgelaufen oder sowas, dann bekommt dieses Mitglied jetzt statt einer leeren E-Mail eine Fehlermeldung. Ja, da steht dann sowas drin wie, hey, dein GPG-Key ist abgelaufen, melde dich mal bei uns. Also statt auch des Inhaltes, der dann gesendet worden wäre. Ja, sehr spannend. So, dann auch wichtiges Feature, der Import von Bankdaten. Wir haben ja, ne, als Hauptaufgabe auch das Importieren von den CSVs von der Postbank, wo dann die Mitgliedszahlungen drinstehen. Und bisher hatten wir da halt ein Skript, das hat dir einmal die Daten angezeigt und dann hattest du die Möglichkeit, ja, nein, vielleicht zu sagen. Und wenn du das gemacht hast, dann ist das verarbeitet worden und es war vorbei. Und dann saß du da immer und hast J, J, J. Oh, verdammt. Und das war sehr frustrierend. Wir können uns das jetzt anschauen in einer Tabelle. Wir können links korrigieren. Wir haben rechts noch hervorgehoben, welche Chaosnummer automatisch erkannt wurde. Ja, und wir können dann auch noch das alles schön editieren und dann in Ruhe irgendwann, wenn wir so der Meinung sind, jetzt sind wir soweit, auf Save Changes klicken und dann verarbeitet er es erst. Und selbst wenn das alles passiert ist, gibt es jetzt auch eine komfortable Möglichkeit, das dann zu korrigieren. Das ist schon ganz toll.
Genau, ich habe ja erzählt, wir haben zu viert daran am Dienstag gearbeitet und es war schon sehr, sehr cool, weil wir da alle saßen und dachten, ah, oh, das ist so toll und viel einfacher und parallel. Ja, dann hatte ich ja schon erwähnt, dann gab es dann irgendwie das kleine Problem mit Versenden der E-Mails. Na gut, jedenfalls, es wurde neue Software gebaut. Dieses neue Software wurde gebaut von den Leuten aus dem Python-Fu im Karsdorf. Die haben sich das als Lern- und Entwicklungsprojekt für ihr Python- und Django-Fertigkeiten genommen. Und darum möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal sehr viel Dank aussprechen an Bison, Frog67, Glyptodon, HVM Rocker und Plan Programmer. Weil ich glaube, die haben auch wirklich das Wertvollste geopfert, was man irgendwie opfern kann, nämlich all ihre Zeit. Weil ich meine, Leute, die tolle Ideen und die Fertigkeit haben, sowas zu schreiben, gab es viele. Es gab viele Versuche, die man auf GitHub noch findet. Aber dass sie sich mal wirklich 1,5 Jahre gut hinsetzen und das durchziehen, top, sehr schön. Und diese Software, das wird wahrscheinlich auch sowieso eure nächste Frage sein, ja, die ist jetzt auch online. Die ist auch Open Source, man kann sie sich anschauen. Man kann Pull-Requests stellen, wenn man möchte. Ich muss da noch mal ein bisschen rumklicken, beziehungsweise rumklicken lassen im GitHub, dass man auch irgendwie den Request-Tracker sehen kann, also den Issue-Tracker meine ich und so weiter. Aber ja, es gibt auch einiges zu tun. Refactorings, neue Features und so fort. Die ersten Leute hier haben auch gesagt, ich glaube, das war der Rix, der meinte, hier, genau, das Pretext, das fordert mich nicht mehr. Dummer Fehler von ihm, er ist jetzt schon eingespannt. So, ja, jedenfalls läuft. Aber jetzt, wo wir so eine neue Software haben, der erste Step war ja erstmal, hey, wir müssen diese alte Software ersetzen und möglichst die gleichen Features mit rüberziehen. Und wir wollten aber nicht in dem Feature-Set zurückgehen, was ein großes Problem war, weil sonst hätten wir einfach irgendwie, keine Ahnung, so existierende Vereinsverwaltungssoftware vielleicht genommen. Nur ist es echt schwierig, wenn man Vereinsverwaltungssoftware haben möchte, die auch GPG-verschlüsselte Mails schicken kann. Das war halt so das Killer-Kriterium, ne? Darum hieß es halt, es muss irgendwas Selbstgebautes werden oder man könnte ja versuchen, jetzt GPG irgendwo reinzubauen in was anderen, aber gut. Deshalb, jetzt haben wir so diesen Stand erreicht, wir haben den Ersatz, können damit arbeiten, aber es gibt natürlich viele tolle neue Ideen, die uns in Zukunft viel helfen werden und ich erzähle euch ein bisschen dann davon, was wir in der Zukunft alles machen werden, vorhaben, wie auch immer. Also, ich habe erwähnt, GPG-Keys können einer E-Mail-Adresse zugeordnet werden, bisher allerdings immer nur die ID oder auch der Full Fingerprint, aber der Key muss dann auf den Key-Servern liegen und wird dann gefetcht. Und in Zukunft haben wir diese wahnwitzige Idee, dass wir Keys auch direkt importieren können und Leute uns ihre Keys per E-Mail zuschicken können und dann in die Datenbank reinfließen, ohne dass er auf den Servern sein muss. Oder auch eine unglaublich abgefahrene Idee, wenn man ein neues Mitglied eingibt und das Mitglied hat vielleicht aus irgendwelchen Gründen seinen Mitgliedsantrag mehrfach geschickt und wurde schon einmal eingetragen, dann gibt es bei der Eingabe eine automatische Suche, die sagt, hey, Anton Müller haben wir schon. Krass, oder? Also das sind so unsere Zukunftsvisionen, so richtiges Hightech. Naja, oder auch sowas Wiedervorlage-Features wie nach dem Motto, hey, du hast vor 10 Jahren mal gesagt, dass du ermäßigt Mitglied bist, weil du studierst oder sowas. Wollt mal nachfragen, ist das noch so? Also ich meine, so ein kleines Feature, das mal so, ne, das wieder hochbringt, wäre ja auch ganz nett. Oder wir haben auch viel Datenaustausch mit Doppelmitgliedschafts-Erfas oder dem Vereinstisch. Und ich sehe hier schon Leute Augenrollen. Das Problem ist, das wird zum derzeitigen Zeitpunkt großteils auch manuell gemacht, der Datenaustausch auf unserer Seite. Es wäre total gut, wenn man das irgendwie so halbwegs automatisieren könnte. Man könnte sich Datenformate überlegen oder aussuchen oder was, indem man die Daten hin und her schiebt und dann nicht jedes Mal Import-Export-Probleme hat. Oder es gibt Statistiken, die erstellt werden.
Da gibt es einmal im Monat eine E-Mail an den Vorstand, wo dann so drin steht, also einmal im Monat, ja, 3 Monate lang gerade nicht, aber da steht dann so drin, guck mal, wir haben gerade derzeit so viele Mitglieder und eigentlich müssten wir so viel Geld auf unserem Konto haben durch deren Mitgliedseinzahlungen und dergleichen. Tolle Statistiken. Aber das muss man manuell starten derzeit. Ich meine, man könnte sowas wie eine Art Cronjob anlegen, der irgendwie, ich meine, die Möglichkeiten sind unendlich. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, irgendwie Statistiken direkt aus der Anwendung rauszuwerfen, dann könnte man ja zum Beispiel auch die Statistiken für den CCC-Jahresrückblick auf dem Kongress irgendwie gleich erzeugen lassen oder sowas daraus. Ich meine, das würde mir 2 schlaflose Nächte auf dem Kongress ersparen. So, genau. Und eine Idee, die ist sogar schon ziemlich weit vorangeschritten, die werde ich euch jetzt gleich hier einmal vorstellen mit einer Demo. Denn das, was wir am meisten machen müssen, ist, oder am meisten Zeit tatsächlich mit verbrauchen, ist ja Mitgliedsanträge ausfüllen. Und da hat jemand schon mal hier aus dem Office landet natürlich auf dem falschen Bildschirm. Und da kann man es gerade nicht sehen. Raus. Da hat jemand tatsächlich schon mal ein neues Mitgliedsantragsformular geschrieben. Das ist eine Webseite. Und diese Webseite hat ganz viel JavaScript-Magie. Und wenn man dort was in die Felder eingibt, gibt es erstens eine Überprüfung. Also das ist jetzt noch mit der ganzen Idee, man hat hier eine Postleitzahl und wenn hier jetzt aber irgendwas Falsches drin steht, dann gibt es hier, seht ihr, einen roten Rand beim Mitgliedseintragsformular. So, ne? Dann können die Leute schon mal weniger Fehler machen beim Ausfüllen ihres Mitgliedsantrages. Und das nächste ist dann, ihr seht oben rechts diesen QR-Code, der sich ändert, während man hier Sachen einträgt. Das ist einfach nur ein JSON von den Daten, die in dem Mitgliedsantragsformular stehen, wird alles auf der Client-Seite generiert. Es geht keine Kommunikation zum Server. Und dann kann man das so ausdrucken, unterschreiben, dem Office zuschicken und wir haben so einen dicken, fetten Scanner, der macht Beep und füllt uns die Eingabemaske in unserer Datenbank selber aus. Das ist schon Hammer, oder? Ja, also, das sind die Sachen, wovon wir nachts so träumen. So, genau. Das war jetzt auch schon mein Vortragsteil, den ich euch erzählen wollte. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, lest erst die FAQ. Und ansonsten könnt ihr gerne mich direkt anschreiben. Ihr könnt auch, wenn ihr Fragen zu eurem Datensatz habt, nicht mich anschreiben, sondern das Office. Und ansonsten, ja, freuen wir uns auch über Input. Und ja, wenn ihr Fragen habt, das ist jetzt ein super Zeitpunkt. Ist angedacht, dass die RFAs auch mit der Verwaltung arbeiten? Entschuldigung, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ist Also angedacht, ist angedacht, dass die RFAs auch mit der gleichen Verwaltungssoftware arbeiten? ja, es ist tatsächlich angedacht, dass auch RFAs diese Software benutzen können sollen. Aber wir haben da jetzt ganz klar erstmal die Priorität drauf gesetzt, dass das fürs Office funktioniert. Es gibt da halt noch ein paar Sachen, die wieder speziell sind. Und dadurch ist es, dass es jetzt auch Open Source ist und andere RFAs sich das angucken können, können die halt auch ihre Anforderungen da mal reinschreiben und uns mitteilen und dann können wir auch Pull-Requests entgegennehmen oder sowas. Das heißt, auf jeden Fall ist das auf der Roadmap, wir haben es aber jetzt noch nicht zeitlich verordnet. Ja, danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, welches Datenbankformat benutzt du denn jetzt? Welches Datenbankformat in welcher Richtung genau? Also welche Datenbank? Also derzeit ist es einfach nur eine SQLite. Ich meine, wir haben echt keine wie heißt das, keine Anforderungen an Performance oder ähnlichem. Und haben wir gesagt, wir halten es so einfach wie möglich. Können auch mal irgendwie eine, wie heißt das hier,
Das Ding mit dem Elefanten, PSQL? PostgreSQL, genau. Hinterhängen oder sowas. Aber die Anforderungen an die Datenbanken sind ehrlich gesagt ziemlich gering. Ich meine, wir sind von einem tabellarischen Datenbankmodell jetzt weggegangen zu einem Modell, das halt unwesentlich komplexer geworden ist. Auch eigentlich keine Anregung, sondern eine Bitte, weil, wie du ja weißt, produzierst du mir einmal in 2 Jahren so eine große PDFs mit Versand für so eine Mitgliederversammlung. Diese Freitext-Adressfelder sind ganz, ganz hässlich, wenn es an die Deutsche Post geht und man Geld sparen will bei einem Massenversand. Die müssen da klar genormt sein. Da solltet ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken. Oh, spannendes Feld. Gell? Also, ist ja auch ein Freitextfeld. Also bisher war unser, warte mal, wie war denn der Export immer, den wir da gemacht haben? War das nicht eigentlich auch nur schon zusammengeschrieben, eine fertige Adresse? Nein, war in dem leider auch noch in dem alten Adressformat, übrigens auch Hinweis an alle, die sowas machen. Die Bundespost möchte nicht mehr, dass das Länderkürzel bei deutschen Adressen vor der Postleitzahl steht. Also nicht mehr D-2244 irgendwas, sondern nur noch die Postleitzahl. Bei internationalen Adressen aber doch gerne. Also das bisher hat das ein Python-Skript gemacht, das über diese DBase-Datenbank gerockert ist und mir am Ende fertige PDFs generiert hat. Aber da müssen wir nochmal gucken, dass man das vereinheitlicht kriegt, die Adresse. Genau, ich meine auch. Wir haben einfach fertige PDFs generiert und da standen halt auch am Ende nur 3 Zeilen und fertig. Wie gesagt, wenn du die bei der Post einlieferst, dann die gedruckten Briefe, die sagen dann, ja, das ist ein Massenversand, weil die Adressen haben alle das gleiche Format, oder nein, das ist kein Massenversand, weil das ist unterschiedlich. Ah, spannend, wusste ich gar nicht. Ja gut, wir können uns da nochmal zusammensetzen und Dinge diskutieren. Habt ihr schon mal das Datenbankhandbuch ausgedruckt und so wegarchiviert, dass man das in 20 Jahren mal im Club vorbeibringen kann? Wir haben das Datenbankhandbuch in Papierform von Andy Müller-Magun geschenkt bekommen. Das steht auf einem Ehrenplatz in unserem Office-Regal. Ich meinte ja von der neuen Software, damit man, so. Damit du in 20 Jahren dann das Handbuch abliefern kannst. Sorry, das ist also Dokumentation ist ein interessantes Thema. Ihr kennt das ja, man entwickelt gerade frische neue Software, also das haben die Jungs und Mädels da aus dem Carsoft gemacht, ne? Und die haben auch schon seit Ewigkeiten so ein Ticket, das nennt sich Dokumentation schreiben. Da sind auch Einträge drin. Genau, also ich habe mir gestern mal von Rix zeigen lassen, wie man denn unter Python vernünftig Sachen dokumentiert und habe mal vor, dann auch, wir haben nämlich ein Wiki im CCC Office, in Hamburg für das CCC Office. Und in diesem Wiki sind halt so die Prozesse des Office abgebildet und erklärt. Und meine unglaublich faszinierende Vorstellung davon ist, dass ich diese Prozesse, die da drin sind, für unsere neue Software angepasst mit dem Source Code der Software dokumentiere. Ja, und das können wir dann gerne auch ausdrucken. Und wir können das leimen und binden und in Ehrenplätze auf Schränke stellen. Office-Dokumentation, Vorlesungen machen wir auf dem Kongress. So. Gut. Ich denke, das war's. Ich sehe keine Hände mehr oben. Dann bedanke ich mich auch vielmals nochmals bei euch und wünsche euch noch ein schönes Closing gleich im Anschluss.